Ein Satz, den habe ich wirklich öfters gehört, wahrscheinlich aufgrund von der politischen Lage in Deutschland momentan, da hast du gesehen, ihr seid ja auch Rassisten. Das ist wirklich öfters gesehen, oder? Ihr seid ja auch Rassisten. Ne? Und ich habe immer so überlegen und gefunden, es ist ein bisschen ein anderer Rassismus bei uns in der Schweiz. Also zum Beispiel in Deutschland ist es ja wie das. Und bei uns in der Schweiz nenne ich es, ich nenne es unschuldiger Rassismus. So. Und heute ist es ein bisschen schwierig, weil der Thomas Fuchs sitzt in der ersten Reihe. Und jetzt, lieber Thomas, jetzt kannst du entscheiden. Soll ich die Nummer jetzt so weiterspielen wie immer? Ja? Auf deine Verantwortung, ist gut. Also. Weil es ist so. Ich habe mal mit ein paar Freunden, mit ein paar Komikerkollegen dort in Bern gespielt, im Käfigturm, haben wir Auftritt gehabt. Und im Saal ist die halbe SVP gesessen. Stimmt, oder? Ja. Und das Ding ist eben, Thomas Fuchs und ich, wir haben uns vor Jahren, haben wir uns mal kennengelernt, das ist wirklich wahr, an einer Afterparty von einer Mr. Schweiz-Wahl. So. Nicht so wie dir denkt. Ich wollte mit Alkohol gefügig machen, aber ich hatte nur den Alkohol genommen. So. Und darum haben wir nach dem Auftritt, also es sind ganz viele Komikerkollegen dabei, Stefan Büster, Charles Nguela, Bendrit Beira, Michael Elsner, so Menschen. Und darum haben wir dann irgendwie nach dem Auftritt, laufen wir beim Käfig durch, laufen wir raus, und dann hat der Thomas Fuchs drin und gesagt, kommt, kommt, das SVP ladet ein, das SVP ladet ein. Und wir so als nicht wirklich reiche Komiker haben gefunden, ja logisch, ich nehme Belvedere, Wodka. Der Charles hat gefunden, ich nehme Whisky Cola. Der Bendrit hat gefunden, es ist Red Bull, ich bin Moslem. Und der Michael Elsner als typisch linker Kabarettist hat dankend abgelehnt. Und dann ist noch der Erich Hess dabei gesehen. Kennen du wahrscheinlich auch alle, oder? Ja, mit der kurzen Spike her, oder? Also, ist ja quasi das Hündli von Thomas Fuchs. Und, und der ist dann gekommen und hat gefunden, so, komm, mach mal alle Fetter! Und dann sind wir so in Reihen gelegt, haben wir uns aufgestellt und haben alle zusammen Vater, haben wir gemacht. Und dann fragt die Freundin, oder ich weiß nicht mal, was gerne gesehen ist, die Freundin oder so vom Erich Hess, fragt dann der Bendrit, wo wohnst du eigentlich, Bendrit? Und dann sagt der Bendrit, Schwammerdingen. Und dann sagt der Erich Hess, Odo, sagt, ja, wo sie halt so wohnen, die Jugos, gell? Das geht ja gar nicht! Und dann habe ich den Erich Hess gefragt, wo wohnst denn du? Und dann sagt er, ja, zu Ostermundigen! Und dann sagt er, ja, wo sie halt so wollen, die Arschlöcher, gell? Ist das, was ich gerne gesagt hätte?